Ja, wir sind wieder mal hier auf dem Kanal Spielkojote und mir ist was zu Augen gekommen und das sehe ich immer mehr und mehr und mehr und mehr und ich muss euch an der Stelle einfach ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so dumm, wie ihr denkt. Ja. Wenn ich ein Video dazu mache, wie ihr ein Yu-Gi-Oh! Spiel, ja, wie ein Yu-Gi-Oh! Spiel für 60 Euro kaufen könnt und indem ihr das aufmacht, die Einzelkarten alles einzeln verkauft, das Amiibo-Booster, das Spiel und etwa das Doppelte bei rausholt, ja, wenn ihr das für 60 Euro kauft. Dann packe ich ganz, 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 ganz sicher nicht die Quelle rein, wo ich dieses Spiel oder dieses Produkt oder dieses Ding kaufe. Das gilt übrigens für fast alle Gegenstände, Produkte und Dinge, die ich kaufe, um diese weiterzuverkaufen oder grundsätzlich als Long-Term Investment sehe. Ja. Mal Ausnahme jetzt mit den Großhändlern, Heu, Blackfire, schieß mich tot, so die normalen Quellen, die halt jeder kennt. Aber ich wäre doch das der dümmste Idiot in diesem ganzen TCG-Bereich, wenn er halt die Quelle zum Heiligen Gral hat und euch diese einfach unten in die Videobeschreibung verlinkt und reinpackt. Ja. Ich wäre doch dumm, würde ich das machen, oder? Weil, wenn 100 Leute dieses Video sehen und es ist sehr hoch targetiert und sehr, sehr, sehr spezifisch, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass 10 oder sogar 15 oder 20 dieser Leute genau das machen werden. Und so würde ich doch meine eigene Quelle kaputt machen. Will ich damit sagen, dass ich der Einzige bin, der solche Quellen hat? Ja? So mögen es hier die Bubbles. Kennt ihr das? Boah, ich schaff's nicht. Thomas, zu dumm zum Kacken. Also, ich wäre doch der dümmste Idiot, der das machen würde. Ja? Und ich bin aber definitiv nicht die einzige Person mit Quellen, okay? Und was sind denn Quellen? Ja? Soll ich euch meine, soll ich die Telefonnummer, die Handynummer von irgendwie Hai Nakamoto geben? Oder den Satoshi, den ich kenne? Und den Muten Roshi, den kenne ich auch. Und soll ich euch da die Kontaktdaten geben? Die Telefonnummer? Und dann checkt das ab, so, yo, der Spielgoyoda hat gesagt, so, ich kann das Yu-Gi-Oh! Game bei euch kaufen, oh, für 60 Euro inklusive Versand und alles. Und dann sagt er so, okay. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man einfach an der Stelle verstehen muss. Dass auch wenn ich Infos raushaue, ein gewisses Maß an Eigeninitiativität, ich sag's jetzt mal einfach so, auch vielleicht gedankliche Geschicknis, Gehirnschmalz dazukommen soll, vielleicht ein bisschen Geschäftssinn verwendet werden soll und dann mit dieser Kerninformation in Eigenrecherche das Ganze gemacht wird. Ja. Wir sind nicht mehr in der Schule, meine Lieben. Wir sind nicht mehr in der Schule, wo ich euch das Essen vorkaue und bevor es hinten aus meinem Rektum rauskommt, ich euch das auf den Teller haue. Ja. Dieser Kanal, ich mache den aus Fun, aus Jux, weil ich Bock drauf habe, auch ein bisschen Knowledge zu teilen. Aber, ja, aber, da bin ich ganz ehrlich mit euch, ich werde euch jetzt nicht ganz genau exakt im Detail erklären, wie ich mein Business führe und wie ich mein Business mache. Weil dafür muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir es einfach zu doof. Ja? Ihr geht ja auch nicht zu irgendeinem Unternehmensberater und sagt, yo, kannst du mir bitte mein Business aufbauen und bitte A bis Z nach Plan und aber bitte Geld für Umme. Ansonsten, ja, ihr bietet ihm nicht mal an, irgendwie seinen Cock zu sacken. Ja? Also, das geht mal gar nicht hier an der Stelle. Ja? Cocks, Cost on Goods Sold. Ja? Vielleicht für die Leute, die auch mit Aktien unterwegs sind, Cocks. Also, ich finde, Cocks ist eine richtig geile Kennzahl. Cost on Goods Sold. Ja, egal, anderes Thema, völlig andere Angelegenheit hier auf jeden Fall. Wir wollen hier auf jeden Fall mal ernst bleiben und ich habe eine Idee. Und die hat nichts mit Trading Card Games zu tun.
Nehmen wir mal an, wir lernen etwas. Wir lernen was über Aktien. Wir lernen etwas über Unternehmertum. Wir haben ein Buch gelesen, in dem steht, dass man im Idealfall eine GmbH gründen soll, um seine private Haftung auszuschließen und dass, falls mal was passiert, nur die GmbH Konkurs geht. So, ich gehe doch jetzt nicht zum Autor und frage ihn, hey, yo, ich würde gerne GmbH gründen, kannst du mir das mal alles in die Wege leiten, am besten alles machen und mir alle Links schicken und alle Dokumente frei und ich muss nur noch die Unterschrift hinpacken. Und nee, so funktioniert das nicht. Ich lese in einem Buch, okay, oder in zwei Büchern, man sollte eine GmbH möglichst früh gründen, um die private Haftung auszuschließen. Was mache ich dann? Ich gehe recherchieren. Es gibt so ein Ding, das nennt sich G-O-O-G-L-E, Google. Dort gebe ich dann ein, wie gründe ich eine GmbH Schweiz, wie gründe ich eine GmbH Österreich, wie gründe ich eine GmbH Deutschland. Und dann recherchiere ich ein bisschen, ich recherchiere mehr, ich komme auf die Seite vom Bund und hier und diese Seite und langsam nach und nach dämmert es mir, okay, ich brauche jemanden, der mir meine Statuten schreibt, wenn ich die nicht selber machen kann. Okay, nächster Schritt, wer kann Statuten schreiben? Entweder irgendjemand im Recht oder vielleicht auch ein Treuhänder. Okay, das heißt, ich will meine Statuten nicht selber schreiben, ich recherchiere, dann gehe ich jetzt zum nächsten Treuhänder, den ich finde, über wo? G-U-U-G-L-E, Google. So, der macht mir jetzt die Statuten anhand von meinen Informationen, die ich ihm gebe, die ich brauche für meine GmbH. Und dann, was ist das nächste? Was ist der nächste Step? Der Treuhänder kann mir das sagen oder ich weiß es bereits selber schon, weil ich natürlich recherchiert habe. Ich bin natürlich hier vorbereitet gegangen, kann dem Treuhänder sagen, yo, du musst mir gar nicht sagen, was Sache ist, sondern ich muss jetzt einen Termin im Notariat machen, zum Beispiel in Zürich. Ja. Und dann muss ich natürlich dem Notariat alle Dokumente geben, ob das jetzt fürs Domizil ist, für die Statuten und so weiter. Ich schicke denen das eine Woche vorher, habe den Termin. Beim Termin wird dann alles noch rechtens vorgelesen, ob alles passt. Und dann werden die Unterschriften verteilt, papp, 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 papp. Und schon ist die GmbH gegründet, mehr oder weniger. Klar, das war jetzt die Kurzfassung, ohne Kapitalanlagekonto und so weiter. Aber einfach so Kurzfassung, okay, eigentlich habe ich das Kapitalanlagekonto komplett ausgelassen. Weiß nicht wieso, aber darum, es soll ja nicht eine 1:1 Anleitung sein, sondern man kann das Ganze ja einfach googeln und recherchieren. Und dann habe ich auf einmal eine GmbH durch Eigenrecherche gegründet und herausgefunden, an welche Person ich mich melden muss, obwohl ich nur in einem Buch gelesen habe, dass es toll wäre, eine GmbH zu gründen, um die private Haftung rauszulassen. Und ich würde jetzt mal einfach schwer behaupten, dass es einfacher ist, ein Videospiel, ein Yu-Gi-Oh! Videospiel mit 3 Promokarten und dem Pre-Order Amiibo Pack Bonus zu bestellen online, zu recherchieren, sich vielleicht auch jemanden rauszusuchen, der in Japan ist oder irgendwelche Buying-Services in Japan nutzen. Das ist doch, vermute ich jetzt einfach mal, einfacher ist, als eine GmbH zu gründen. Vermutlich aber eben leider nicht. Vermutlich wird nicht mal die GmbH gegründet, vermutlich wird auch nicht mal das Spiel gekauft, auch wenn Free Money on the Table liegt, sondern es wird einfach rumgeheult. Und das, meine Lieben, ist 2021 in a nutshell. Wir haben das Internet, wir haben irgendwelche Teenage-Kinder, die Millionen von Dollaris, Euronis und Frankinis scheffeln, weil sie einfach machen. Wir haben auf der anderen Seite aber irgendwelche 20-Jährige, 25-Jährige, noch schlimmer, 30, 40, 50-Jährige, die rumjammern und nichts Besseres zu tun haben, als mit der Kennzahl Cox rumzuspielen. Also cost of good sold. Ja. Ich weiß, es ist schlimm. Und ich weiß, viele nehmen mich nicht ernst. Und ich weiß, es ist auch besser so. Weil würden mich viel, viel mehr Leute ernst nehmen, dann hätte ich ein ernstzunehmendes Problem. Und dann hätte ich auch mehr Konkurrenz. Aber man kann mich ja nicht ernst nehmen, also Konkurrenz. Pah! Ja.